Hallo und herzlich willkommen, liebe liberalen Freunde, zu einer neuen Runde Secret Hitler. Mit denselben Leuten wie vom letzten Mal. Hallo. Chalas. Hallo. Hallo. So. Hallo. Wer darf die Macht an sich reißen? Und es ist grün. Nicht. Die Macht. es ist Adam. Drei, wenn man drüber... Ja, okay. Verdammt, ich hab's Raupen gewesen. Gut, dass wir nochmal neu machen. Niemand ist nicht dran. Das wird. Oh, ciao. Eins. Ah, eins. Tada. Ich. Jau, geil. Ich darf auch mal jemanden auswählen. Wie cool ist das denn? Das hast du nicht einmal gemacht. Ja, was soll ich auch machen, ne? Ja. 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 Also ist ja eigentlich Warfen egal, wen ich nehme, ne? Ist ja Herz wie Hose. Erste Runde, ja. 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 Nach Möglichkeit keinen Faschisten. Ja, kann ich. Ja, das kann ich jetzt auch so direkt sagen, wer das ist. Also läuft. Nee, ja. Jetzt mal ehrlich. Ja, wenn du Faschist bist, könntest du halt auch einen Liberalen auswählen. Das würde gehen. Ja, genau. Ja, genau. Ich Mach nehme. Doch. Martin. Komm, nehmen wir mal. Ah, die arbeiten bestimmt zusammen. Ja. Ich bin nicht Hitler. Ja, dann wäre das deine Kanzlerschaft drei Runden zu früh. Ach, verdammt. Gut. Erste Runde gleich nein. Ich vertraue ihn nicht und. Wunder. Du bist doch Mumpels. Jetzt ist er der jetzt keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, wie ich wählen soll. So. Wenn ich keine Ahnung habe, muss ich ja prinzipiell nein sagen. Also. Hä? Hey? Logischen her ist das richtig. Ja. Ja, das ist jetzt ja. So. Darf ja erst was sagen, wenn er die Karten gelegt hat. Ja. Das ist richtig. Erst Günther. Alle wegpacken. Faszinierend. Dieses Lachen, weiß ich nicht. Ach, Schnauze. Wer davon halten soll. Ah. Ich habe zwei rote Karten gegeben. Ja, das stimmt, ich hatte drei rote. Ah, verdammt! Das kann doch nicht jetzt sein. Nicht, oh, ich dachte, du lügst schon wieder einfach und wir gucken jetzt uns wieder richtig. Also, es war wirklich so, ich habe direkt wirklich drei rote gekriegt. Und ja. Okay. Ja, also, ich hab mal gut. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann bringt das jetzt gar nichts, was wir gemacht haben. Ja, dann ist keiner gekommen. Habt ihr schlecht gemacht? Bitte sehr oben. Danke. Toll. Das hat er schon vorher. Danke, Herr Dennis. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt lügen? Ja, weiß ich nicht. Alles gut. Ich wollte jetzt hier ein Wortgefecht starten. Ja, alles gut ist nicht. Nee, wir haben eine Faschistenkarte liegen, aber ansonsten... Ist nichts weiter passiert. Noch ist das ja in Ordnung. Ja, doch, es ist in Ordnung. Jedenfalls Palte bestimmt nicht zum Kanzler. Bitte einmal wählen. Oben leg mal eine rote. Ich will wissen, was du bist. Dich kann ich nämlich mal überhaupt nicht einschätzen. Oh, und umdrehen. Ach ja, nein, ach scheiße, ich fall da nicht nach. Ja, ist egal. Egal. Ja, offen ist Karte bestimmt auch. Ich bin wieder mal Liberaler und ich hab vor, dass die Liberalen auch schon. Du darfst nichts sagen, sollen wir die Karten nicht liegen. Er darf doch sagen, was er ist. Ja, ach, das ist alles gut. Man darf nur nichts zu den Karten halt sagen, keine Reaktionen zeigen und nichts. Ne? Ich bin der Platzwart. Bankwärmer rechts außen. Platzwart. Was haben wir denn Schönes? Palte, du hast mir die Entscheidung ganz einfach gemacht. Sehr schön. Ich habe von Palte eine rote und eine blaue gekriegt. Und ich habe eine rote abgelegt. So. Ja, das easy. Halt schön, wenn's einfach das war wäre. Doch schon mal eine fixe Runde. Das ging ja reibungslos hier. So. Hä? Ah, nee. Ich war nicht Ex-Präsidento. Ja, ich glaube, Michi ist Hitler. Weil er immer noch nicht ein Wort gesagt. Weißt du, der Typ mir voll leid, der sagt einfach gar nichts. Prinzipiell Hitler. Nee, dann ist also, was haltet ihr davon? Ich würde jetzt gern Martin oder Harder zum Kanzler machen. Ja, mir ist das egal. Wieso? Mir ist das egal. Ich habe nur eine rote gelegt. Damit ich weiß, wer ist. Außerdem kann ich dann proven. Okay. Ja. Ich vertraue Harder immer so ungern. Er ist prinzipiell Faschist. Oh, Maul. Ja. Besser, ich will man's nicht. Weiß. Ah, ich krieg diese eine Karte. Nein!
Was? Na egal, gelegt ist gelegt. Umdrehen? Hä? Was? Umdrehen? Eigentlich wäre es egal gewesen, aber... Du möchtest also nicht? Nein! Warum sollte ich? Jetzt, ach so, weil du bist ja... Ja, ich weiß, du willst nicht geprüft werden, weil mich dann dein verräterisches Spiel aufgedeckt hat. Ja, fick dich! Ich hasse dich! Ich glaube aber, wir können ihn nicht prüfen, weil er wird nämlich, obwohl er Faschist ist, eine blaue hinlegen. Aber das ist auch ganz gut. Durch diesen Zugzwang muss er halt den blauen legen. In die Hände spielen. Ja. Also, ich sehr konnte Harder nicht prüfen, ich habe drei blaue gezogen. Ach, drei blaue? Drei blaue. Ja, unten könnte auch mal wieder eine rote kommen. Okay, dann kann es aber echt sein, dass er am Anfang wieder drei rote hatte. Das ist dann echt glaubwürdig. Also es war auch wirklich so. Also was mache ich denn hier? So, da habe ich ihn. Das heißt, es hat wieder nichts gebracht. Nichts. Das ist von drei Runden die zweite gebracht. Runde, die uns nicht vorwärts nichts bringt. Gebracht kann man nicht sagen. Die Liberalen haben jetzt zwei Karten. Na gut, Karten. Das, ja, stimmt. Das stimmt. Achso, wer ist denn da jetzt? Tabels. Achso. Ja, ich habe Tabels gewählt. Ah, verdammt, ich hab's da schon hingelegt. Michi und Tabels hier, das Nazi-Dreieck. Oh. Turmfeld! Ja, haben du bestimmt. So, achso, entschuldigen. Entschuldigen. Okay, aufgedecken, los, hopp, 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 hopp. Alle dafür, gut. Dafür, dagegen. Enthaltung. Kann man sich auch enthalten? Warum gibt's eigentlich, eine Vielleicht-Karte? Nö, ne? Gibt's eine Vielleicht-Karte? Ja, das, haben wir, das so. Haben wir bei uns an Wahlen immer. Da gibt's extra noch ein extra Feld für, weiß ich nicht. Nee, Dennis, für weiß die ich Leute nicht. Verstehen das Wahlprinzip nicht. Die denken, das ist wie bei Dschungelcamps. Sie könnten wen rauswählen. Ah, jetzt so langsam. Ich weiß auch, warum die CDU immer so viele Punkte hat, ne? Ja, gut, ich dachte, das sind Prozente, aber ist in Ordnung. Aber Prozent ist ja egal. So, Präsident. Präsident. Ey, Präsident, wach mal wieder auf. Michi! Ich glaub, Michi hat einen Disconnect. Präsident? Michi so? Ist. Achso, nee. Entschuldigung. Nee. Achso, haben die Tabels fehlt schon? Bei ja. Michis Maus da, aber seine Hand war da so ruhig. Okay, deswegen. Ja. Da hat mir eine blaue und eine rote gegeben. Jo. Nice! Das ist sehr gut. Und Michi, was hast du gezogen? Zum Buben wollte ich rot und blau geben, ich hatte aber noch zwei blaue. Okay. Ah, okay. Also noch zwei blaue weg. Also das heißt, die Chance Alter, komm, schreien, dass den nächsten Zug drei rote kommen könnten. Na, Alter gut. Schwede. Ja, wenn okay. Da vorher schon drei blaue Präsident gekommen wechselt, sind. Das ist ja mal echt eine fixe Runde hier. Hm. Ja. Nur ja, irgendwie kann das nicht aufgehen alles. Soll ich jetzt wieder Harder nehmen? Ja, dann nimm mich, komm. Soll ich wieder Harder nehmen? Zum ja, nimm Harder. Oder soll ich safe machen? Ja, dann mach doch safe mich. Kannst auch Marv nehmen, beziehungsweise mich trauen, wenn du mir nicht traust. Ja, ich. Also, wenn jetzt wahrscheinlich eher rote kommen. Chancen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Ich vertraue lieber dir. Wenn ich weiß, dass du safe bist, dann gehst du mir auch nicht. Stecken Martin und Oppenheimer unter einer Decke. Stimmt. Dann zieh deine Karten. Ach ja, nee, Quatsch, erst müssen wir abstimmen. Ja. Was soll's? Marv? Ja, oder nein? Leg einfach, mach einfach random. Ja, mach ich jetzt auch. Hm. Tabels? Nee, Tabels? Trau ich nicht. Der ist bestimmt. Ja, irgendwie, ich trau dem Braten irgendwie auch noch nicht. Ich hab gerade random gemacht, also. Gerade weil Oppen direkt das haben wollte. Vielleicht stecken Martin und Oppen unter einer Decke. Ja, das, aber selbst das finden wir jetzt raus. Das tun wir ja auch. Martin und ich sind nämlich beides Liberale. Haha! Ja, das sehen wir gleich, was passiert. Bin mal gespannt. Tja, Mann, scheiße, wa? Ah. Wahrscheinlich sind es tatsächlich die drei Roten. Ich konnte eben gerade kurz nichts sagen, musste mich kurz zu mir. Booten? Booten. Was überlegt er da so lange? So, bestimmt ich mach's lieber hier hin. Ob er ihm eine blaue und eine rote gibt. Oder ob er eben direkt zwei rote. Okay, Oppen hat die da direkt weggelegt. Also ich hatte in der Tat leider echt drei rote Karten. Rübergegeben. Warum hast du dann so lange überlegt? Ja, warum hast du so lange überlegt? Ja. Oh, warte, also ich hab zwei rote gekriegt. Mehr kann ich nicht machen. Wahrscheinlich die erste rote habe ich gleich. Weil die es halt kacke fand, ne?
Also, aber Martin darf ja... Ah, nee, warte, wenn Martin jetzt Faschist ist... Ah, das... Da komme ich schon wieder nicht drauf klar. Tja, Martin darf jetzt auf jeden Fall win proven. Ja, ach so, echt? Ja. Mhm. Ist egal, was du jetzt machst, ich werde dir eh nicht glauben. Nimm mal Harder. Ja, nee, ja, das wollte ich auch machen. Dann ist Harder auch. Ich gerne Faschist. Ja, also ich muss die Partei-Membership-Karte geben, ne? Genau, aber umgedreht halt, so dass wir es nicht sehen können. Ja, nee, offen wir einmal lang. So. Ich vertraue Martin nicht. Darf ich das jetzt sagen? Ja, ne? Egal, was das sagen. Musst du es nicht sagen. Kannst du doch für dich beißen. Fick dich! Fick dich einfach hart! Fick dich! Das ist so. Alter. Ist das so oder ist es nicht so? Hala ist Faschist, kann ich nur so sagen. Und ich war mir schon fast klar, ey. Ja klar, ich bin jede Runde Faschist, es läuft. Ja, das ist liberal, das glaube ich. Alter, das gibt's. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, du gibst ihm zwei Rote. Schwierig. Du nimmst meine Karte und sagst ihm, du kannst dann noch so du kannst dann noch so dich aufregen künstlich, ändert nichts daran, dass du Faschist bist. Alter! Ich hab da so ein Grinsen in Martens Stimme gehört. Ja, das stimmt doch gar nicht. Ich habe zwei Rote gekriegt, das hat Martin auch bestätigt. Aber er hat sehr lange gewartet, das war schon... Ja, richtig. Und jetzt sagt der Harder, wäre ein Nazi, auf den er die Schuld schieben könnte, das muss man jetzt sagen. Ja, das ist aber... Das kam vielleicht so rüber, aber so ist es halt. Ja, du bist... Alter. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut überhaupt nicht sicher. Marv, pass auf, wir mich und dann prüfen wir mich. Und wenn ich die Wahrheit sage... Ja, aber... Ja gut, das wäre dann geprüft, ja. Nee, prüfen kann man ja jetzt auch nicht mehr. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Runde darf der Präsident den nächsten Präsidenten bestimmen. Das ist und zumindest Hitler nicht mehr. Ne? Also, wenn ihr nach der Knesset-Karte. Wie viele Karten sind da jetzt noch? Zwei, wir haben schon wieder verkackt. Müssen mischen. Zwei ist doch genau richtig. Bei zwei muss gemischt werden. Ja, sind doch nur noch zwei, oder? Ja, aber jetzt sind schon wieder welche hier auf den Ablagestapel gelegt worden. Dann legt die anderen einfach rüber. Weil wenn. Ja, zu der zwei müssen jetzt hier weg. Alles klar, jetzt verstehe ich, was du auch mit dem Mischen meintest, okay? Ja. Ich wusste vorhin nicht, was du da machen willst. Mhm. Schafft gut. So, ich muss mich jetzt echt entscheiden, ne? Verdammt! Also ich würde ja Harder nehmen. Nimm Palte. Ja, das kannst du gerne tun. Ja, nimm Palte. Ist auch nicht schlimm, falls ich Hitler sein sollte. Ich kann nur nichts, ist doch nur nicht vorbei. Kann er nichts machen. Komm, Augen zu und einfach wedeln. Oh, jetzt mach doch einfach mal vernünftig. Das ist verkackt. Ja, aus dem Land in der Mitte. Ja, doch, Harder ist gut. Nee. Wieso machst du jetzt doch Harder? Ich dachte, Palte war neben. Ich hab random gemacht gerade. Das ist doch Harder, ist mir zu riskant. Das ist mir auch zu. Nee, mach ich nicht. Nee, wie ist mir das? Alter, das sind die beiden Faschisten. Martin und Otten. Damit ist Harder wirklich Faschist. Ja, genau, weil Martin mich ja sagt hier, ich bin Faschist und du hilfst ja, ihm. Ja, aber Harder ihn auch, weil er ihn dann wählt, einfach hier Marv. Warum bist du so... Haben wir jetzt die drei? Nein. Haben wir jetzt die drei? Ja, natürlich haben wir nicht. Nee. Doch, haben wir. Nein, habt ihr nicht. Harder ja, ist für richtig. Mich Faschist. Ja, klar, jedes Spiel oder was. Ja. Willst du mich verarschen oder was? Michi seit drei Runden. Wieso bist du dir so sicher, Michi? Das hol ich irgendwie raus. Und Martin spielt so offensichtlich. Ey, ohne Scheiß, das sind die drei. Tabbelt, also ich trau Martin und Oppen. Aber einiges mehr als Harder. Meinst du wer jetzt? Wer hat da meine Wahlkarte geklaut? Harder, nicht Harder. Also was denkst du, Michi? Wer ist es? Also Martin auf jeden Fall? Gut. Lass Martin mal Michi kurz das ist... Martin und Oppen und wer noch? Ja, das weiß ich noch nicht. Und Tabbelt. Okay. Wir sind was? Ich würde mich fast sogar auf Michis Seite schlagen. Ja, was hab ich denn gesagt? Aber Oppen hat ziemlich liberal gespielt. Also wenn, dann würde ich sagen, ist Oppen Hitler. Aber Faschist ist er, glaube ich, nicht. Wir können ja erstmal warten, was jetzt an Karten gelegt wird. Vor allen Dingen habe ich ja schon. Ich habe drei rote gezogen gehabt, da kann er nichts machen. Dann hat Martin wahrscheinlich eine blaue weggeschmissen, deswegen hat er so lange überlegt. Nee, ich habe keine blaue weggeschmissen. Außerdem, Michi hat ja mir die Wahl gelassen bei der einen Karte mit blaue und roten. Ich habe eine blaue hingelegt. Wer hat denn die Karte jetzt gekriegt? Ich weiß auch nicht viel, ne? Ich habe drei Karten gehabt, das waren drei rote. Definitiv. Da muss ich mal. Marv, du darfst auf jeden Fall den nächsten Präsidenten wählen. Du darfst den nächsten Präsidenten bestimmen. Du darfst den nächsten Präsidenten bestimmen. Ah, ciao. Also. Aber Harder darf es nicht sein. Also, Harder ist nicht Hitler, Harder ist ja nur Faschist. Und, wir können ja mal kurz warten. Ich bin ja mal, jeder kann ja mal seine Theorie sagen, oder? Wollen wir mal machen? Ja.
Okay, also Michi hat ja gerade schon gesagt, Michi meint, dass ich Nazi wäre, Tabels vielleicht und Hader, ne? Das war deine Theorie, Michi. Nee, nee, Martin, du und den dritten weiß er noch nicht. Das hab ich auch. Doch Palte sein. Das hab ich auch. Okay, oder Martin, Palte. Hey Michi, ich bin ja auf deiner Seite, ja. Ich weiß halt, dass Hader Faschist ist. Durch den Test. Ja, alles weitere kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich vermute noch, dass Marv auch Faschist ist. Mhm. Und wer, ich vermute fast, dass irgendwie Michi wieder Hitler ist, aber das wäre halt von das glaube ich nicht. Halt irgendwie zu großer Zufall. Dazu spielt Michi zu aggressiv. Dafür habe ich von euch anderen habe ich da zu wenig Input, um das zu raten. Also bei Marv und Hader wäre ich auf Martins Seite, hallo, aber bei Hitler wäre ich jetzt dran. Ich weiß es nicht. Also, ich wüsste halt Marv nicht, bin ich sonst dran. Ich wollte gerade dran. Also, ich kann alles überhaupt nicht einschätzen, aber bei Martin allein durch dieses lange Zögern, das macht ihn schon richtig verdächtig, finde ich. Ja, und Obi ist halt auf Martins Seite, wollte auch eigentlich den Kanzler haben. Weil er bei mir gelogen hat, weil ich bin nämlich liberal und er hat zu mir gesagt, dass ich Faschist bin. Gut, Tabels, was war deine Theorie? Stimmt eigentlich, aber passt das mit Martin und Tal wenig dann, ne? Ja, stimmt, mit Martin, der Zögerung. Fand ich auch verdächtig. Also ich könnte Martin zumindest schon mal mit dabei zählen. Dann würde aber Haar nicht rausgehen, aber dann würde ich trotzdem vielleicht sagen, dass Marv Fascho ist. Aber wer der Zweite ist, keine Ahnung. Gut. Ada, was ist deine Theorie? Also dadurch, dass ich ja weiß, dass Martin gelogen hat, ist Martin auf jeden Fall mit dabei. Marv hat bei mir gerade die Wahrheit gesagt, auch mit den zwei Karten, dass er mir zwei rote gegeben hat. Also deswegen würde ich auch sagen, okay, er ist auch liberal. Ja, Michi hat bis jetzt eigentlich auch liberal gespielt. Dann bleiben also nur noch Palte, Oppen oder Tabels für Faschisten und ich weiß nicht. Hä, Martin ist doch auch Faschist, safe für dich. Nee, Martin ist von den anderen. Ja, Martin habe ich fest. Ja, können ja nicht noch drei weitere Faschisten sein. Können ja nur zwei sein. Nein. Er meint das von den anderen. Achso, von denen ist es. Achso, ja, okay. Aber wer da genau Faschist ist, das weiß ich nicht. Also, das ist. Da steige ich auch nicht so ganz hinter, was da jetzt Tatsache ist. Ja. Gut, Palte, was ist deine Theorie? Ich würde mich fast auf Michis Seite schlagen. Also Martin ist ganz verdächtig für mich und ich glaube ihm nicht, dass Hader Faschist ist. Und du wolltest irgendwie mit Martin zusammenspielen. Deswegen weiß ich nicht. Ja. Verdächtig. Also ich muss sagen, ich habe jetzt zwei Sachen. Vor der Runde bevor ich alle einmal gefragt habe, war ich mir ziemlich sicher, dass Hader Faschist ist. Und Martin war ich mir ziemlich sicher, dass er liberaler ist, aber nicht zu 100%, weil er halt durch diese zwei Karten sehr lange gezögert hat. Bei Michi, den halte ich auch wieder verdächtig für einen Faschisten. Beim Rest war ich mir unklar. Jetzt ist es bei mir so, ich glaube tatsächlich, dass Hader liberaler ist. Martin ist ein Faschist und Marv auch. Und Marv hat den gleichen Trick gemacht wie Martin bei mir, mit den zwei roten Karten rüberschieben. Nur hat er diesmal nicht so gezögert, damit es nicht auffällt. Ja, das mag sein. Ich habe umgedreht und wusste ja nicht, was ich gleich machen soll. Ich habe eigentlich rote gehabt. Da brauchst du ja nicht überlegen. Ja, interessant. Das ist so jetzt so meine Theorie im Moment. Also für mich bist du auch auf jeden Fall nicht verdächtig für Fascho, sondern wenn, dann für Hitler. Aber Fascho bist du, glaube ich, nicht. Ja. Also, wer denn? Oppen. Ja, gut. Also, weil er halt auch direkt die rote weggelegt hat. Ne? Also dass er kann nicht Hitler sein. Nee, da waren zu wenig Karten. Ach so. Es geht jetzt erst los. Ja. Aber Michi war ja auch... Davor, da war er auch Hitler und war ganz zeitruhig. Ja, er war faschistisch, er war Hitler, ne? Und ja. Ja, Michi ist halt immer... Michi ist zwei Drittel böse. Jetzt ist die dritte Runde, deswegen ist er jetzt gut. Das ist richtig schlimm, ne? Zwei Drittel böse. Ja, Marv muss immer noch einen Präsidenten wählen. Also Marv jetzt entscheiden, wer Präsident wird. Ja, stimmt. Ja. Marv darf sich den Präsidenten bestimmen. Das ist also, schwierig, das ist schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Ich sag mal so, ich möchte mich nicht in den Vordergrund drängen, aber ich spiele ja sehr liberal. Das heißt, wenn man mich als Kanzler wählt, kann ich verstehen, aber als Präsident kann ich im Grunde keinen Nee, Spaß. Nee, danke. Ich sag nur. Ja, aber wenn du Hitler bist, kannst du trotzdem einen guten Weg machen, wenn du weißt, wer böse ist. Stimmt. Nee, als Hitler weiß ich es ja nicht. Ja, aber mittlerweile solltest du es, glaube ich, wissen, was hier alles passiert ist. Da kannst du dir ja dein Bild malen. Also. Ich wollte es nur gesagt haben.
Oh, na ja. Gut, also auf jeden Fall Peite. Ja, toll. Jetzt habe ich die Wahl, den Hitler zu wählen. Hm. Nee, bleiben die Dinger jetzt hier liegen? Oder? Also mich, mich kannst du ja so oder so nicht wählen. Ja. Ich bin ja weg. Genau. Ich weiß ich nicht. Also, ja. wenn meine Theorie stimmt, dann ist eigentlich Micha safe. Weil, Oppen, Martin und Tabitz Faschisten. Und Marv ist auch liberal. Ja, also ich würde entweder Michi oder Marv mit... Ich möchte mal kurz einwerfen, dass es genau umgekehrt ist, wie Hannah es sagt. Nee, ja, ist genau, an sich ist ja, ja eigentlich die Frage, wer ist Hitler? Nicht, wer so ein... Ja, so ganz naja, richtig. Marv ja, kann ja nicht zum Kanzler gewählt werden. Wir haben nur die Wahl zwischen mir, Michi, Martin oder Tabitz. Und ich muss sagen, dass das Palte mich nicht wählen kann, kann ich verstehen. Das ist verdächtig, ich könnte Hitler sein. Ich würde tatsächlich Tabitz nehmen, weil bei Martin, also Martin ist auf jeden Fall nicht Hitler, aber vielleicht ein Faschist. Und Michi ist mir wieder zu verdächtig. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall ist deine Entscheidung. Ich bin auch für mich. Ich glaube, Michi ist nicht Hitler. Ich glaube, Michi ist nicht Hitler. Ich bin eine Person, der ihr vertrauen könnt. Tabitz könnte so ein Schuss ins Blaue sein und da du ihn vorschlägst, ist mir das auch zu verdächtig. Darf ich denn das nicht sagen? Wir probieren einfach. Wählt MC! Ja, du mich auch. Wenn nicht, dann nehme ich die ganze Schuld auf meine Kappe. Ja. Wen habt ihr jetzt gewählt? Michi. Michi soll gewählt werden. Nee, Michi soll gewählt werden. Dagegen. Bin ich auch dagegen. Ja, okay. Also siehst du, da sind die bei wahrscheinlich. Ja, das ist eindeutig. Eindeutig. Ihr seid doch alle Michi, doof. Michi, bist du Hitler? Sehe ich auch so. So, Spiel ist vorbei. Ja. Yo, GG, easy. Ah, so, tatsächlich? Ja, nee. Ist vorbei. Nein, ja, das war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Oh, Adam ist so ein Vogel, ey. Ja, das Spiel ist nicht vorbei. Vorbei. Hanna hat sich selbst geprüft, dankeschön. Du hast schon wieder ein... Ja, bin ich jetzt wieder vertrauenswürdig? Ja, dann ist Martin vertrauenswürdig. Auf jeden Fall vertrauenswürdig. Ja, Martin ist vertrauenswürdig. Ja, definitiv, aber dann... Bin ich denn jetzt blöd? Hä? Nee, dann ist Martin definitiv vertrauenswürdig. Dann hat er echt nicht gelogen. Ja, sehr schön. Dann ist... Ja, Martin ist safe. Das ist doch verkackt, die Hunde jetzt. Faschist wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt irgendwie... Dieses Scheiße. Ich finde das ziemlich geil. Danke, Dennis. Dennis hat die Runde zerstört. Aber halt. Es geht noch weiter. Wir wissen noch nicht, wer Hitler ist. Also, ja, er hat also noch ist alles offen. Gemacht, aber... Also, Martin ist safe, definitiv. Also ich würde sagen, wir spielen tatsächlich weiter. Also was klar ist, dass Hader Hitler ist. Oder dass Hader halt Faschist ist. Nee, Faschist, Hitler ist er nicht. Hitler ist er nicht. Nice. Ist er. Er hat ja genau die Karte genommen, wo es... Oh Mann, ey. Und bei Michi ist es jetzt sehr verdächtig. Aber Michi war nicht Hitler. Nee. Hitler was denkst du jetzt, Michi? Über unsere Theorien? Nee, das ist ein bisschen verkackt. Michi, klär uns mal auf, bitte. Gut. Da was machst du da oben? Hä? Also, sorry, ich muss noch eine Karte machen. Ja, stimmt. Ich bin doch hier mitten im Wählen. Aber Mann, deswegen ist es safe. Das ich danke, Dennis. Du hast mein Vertrauen wiederhergestellt. Ich bin dir so dankbar, weil ich habe mich so verhalten mit meinem Trigger mit den Karten. Kein Problem. Mach ich gerne, weißt du. Das ist meine Freunde nicht im Stich. Auch wenn sie andere Angehörigkeit haben. Also ich bin ja dafür, ich bin liberal. Ist sonst irgendwer der Meinung, dass Dennis liberal ist? Ja, wir sollten nochmal Dennis gehen, nochmal prüfen, was er genau ist. Oh, scheiße. Hey, gut, noch eine Liberale. Wir haben sehr schön. Kannst du jetzt nicht mehr rausreißen. Weil das Schlimme ist, ich habe keine Ahnung mehr, wer jetzt Faschist ist und wer nicht. Ich bin komplett raus. Wollt ihr nicht wissen, was passiert ist? Alter, wie ist das jetzt mit dem Präsidenten? Kommt der jetzt hier oder bleibt der bei Marv? Nee, der bleibt bei Marv. Okay. War ja Martin. Ja, ich weiß nicht, also für mich ist alles gut, Michi, aber die anderen wollen halt nichts wissen, was passiert ist. Boah, passt doch. Ja, Martin soll gewählt werden zum Kanzler. Darf ich noch mitspielen? Ja, du darfst doch mitspielen. Ja, dann ist Martin ja wohl safe.
Du hast halt deinen Parteiausweis auf dem Tisch liegen. Ansonsten habt ihr sehr gut gespielt. Nee, ich hab noch nicht geleakt, aber weißt du, das wirklich? Ach, fuck. Ja, ist eh zu spät. Falsche Karte. Ja, ist doch immer stimmt. Ja, es ist eh, ich sollte die andersrum auflegen. Ich krieg jetzt Karten, ne? Ja. Ja. Darf ja, ich gleich wieder schießen, Hitler, wenn rote Karten sind? Außer du bist Hitler, dann hast du jetzt gewonnen, Mann. Nee, ich bin Hitler. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Ich weiß jetzt nicht, wie wir es jetzt machen. Im Moment liegen noch drei. Halt, so. Drei Karten liegen hier, Palte. Kann ich gleich wieder schießen, wenn ich eine rote Karte kriege? Ist das? Nein! Ne, drei. Hä, wieso können da noch drei Karten liegen? Ja, das ist für mich auch vor. Also ich hätte jetzt echt Bock, eine rote zu nehmen. Achso, eine hast du schon. Ja, dann ziehst du jetzt. Hab ich noch nicht geguckt. Ne, dann zieh die anderen beiden, ne? Zieh die anderen beiden, genau. Präsident, nee, das kann ich gar nicht. Jetzt kann ich ja nur Tabels machen. Achso. Ja, genau, perfekt. Jetzt wird gemischt und dann kommen die beiden, die abgelegt werden, da drüben. Ups. Okay. Genau. Keine Hader weiß doch, wer ist. Wieso liegt denn die Karte? Ich weiß es eben nicht mehr. Ja. Das ist das Problem. Ich war. Ey, ohne Scheiß, ich hätte drauf wetten können, dass du Hitler bist. Ich hätte alles in meinem Zimmer, was ich hier überhaupt habe, sei es Star Wars, egal was, ich hätte alles darauf gegeben, dass du Hitler bist. Hä, hey, du weißt, du müsstest da aber wissen, Hader. Weil mit einer Vorrunde gucken. Wenn die Faschisten sich angucken. Das geht einfach alles viel zu schnell. Ja, ihr wolltet es ja schnell machen. Lass mal schnell machen. Mach mal Fenster hoch, Fenster runter, Fenster hoch, Fenster runter. So, ich weiß nicht, wollt ihr noch diskutieren oder? Nein, nee, los, was ist jetzt passiert? Weiter Attacke. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ja, sehr schön, nice. So, wer war jetzt hier noch bei Hitler? Wer war denn jetzt Hitler, bitte? Ich war das. Echt? Ja. Aber Scheiße! Ah, ja, sehr schön. Ada hat echt doch Michi mit reingeritten, ne? Ja, okay. Ich ein Stück. Oppen, gut, dass ich Verdacht auf dich hatte, weil du wolltest nämlich Tabels zum Kanzler wählen. Recht, ja. Gut, dass ich Michi genommen habe. Er war fast vorbei. Ich fand's eigentlich nicht schlecht, aber ja. Alle waren auf Marten. So. Ich hab mal verkackt wegen dem Zögern. Ja. Das war halt fail. Ich hätte drauf wetten können. Tabels oder Marten, aber du hast ja auch den Ja, ich muss auch los. Ja, wir rein. Tschüss. Ja. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss, schönen Tag noch. Gut, wir sehen uns dann nachher. Jo, ciao. User disconnected from your channel. Warte, musst du nicht auch los? Ja. Okay. Ciao. Ja, ich